Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Waylon Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Möglicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Und ich glaube, damit nochmal herzlich willkommen zu Cyberpunk. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Mhm. Fällt mir ein, ich habe da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Hast du auf ein paar VR-Zielübungen? Mhm. Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Mhm. Ja klar, machen wir das Tutorial. Klar, kann nicht schaden. Jetzt wird's spannend. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Mhm. Ja, wir verfolgen mal die Mission, ne, würde ich sagen. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Nein, vielleicht. Also, das erinnert mich an eine Kombination aus irgendwie Assassin's Creed 1 Tutorial mit Arma 3 VR-Sitzung. Kampfgrundlagen. Brauchst du eine Einladung? Nein, nicht. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Mhm. Achso, ich muss die Waffe erstmal nehmen. Das ist schon schwer genug. Mhm. In der Lexington. Nice. Alles klar. Schieße mit links. Ziele mit rechts. Lade mit R nach. Und wenn ich zweimal Alt drücke, dann. Ja. Damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Mhm. Alter, die schießt so schnell. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Mhm. Deswegen kriege ich auch noch größere Waffe. C. Um in Deckung zu gehen. Mhm. So. Oh, oh, da brauchen wir aber einiges.
an Kugeln. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Mhm. Wie geht das? Max-Docs. 40% der Gesundheit wird hergestellt. Ein Verbrauchsgut erhält. Wir sollten automatisch den Verbrauchsgüter Quickslot in deinem Inventar ausgerüstet. Mit X benutze ich ein Verbrauchsgut. Gut, dass es auch immer da drunter steht. Das finde ich immer sehr nützlich. So, ich habe 1 die Pistole, ich habe 2 die Hauptwaffe. Denn wir wissen, zur Pistole zu wechseln ist immer schneller als nachladen. Oh. Ja. Guter Rückstoß. Oh. Na, der braucht noch einen. Ja, moin. Okay. Wow. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Du auch. Was? Hacken. Wie Hackfleisch. Tab für den Scanner. Okay. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Interessante Objekte werden auch hervorgehoben. Und es werden interessante Informationen angezeigt. So, Server ist explosiv. Schwachstellen ist Fehlfunktion überladen. Mhm. Überwachungskamera, Fehlfunktion übernehmen. Mhm. Also ein bisschen wie ja, Watch Dogs halt initiiert hat. Daten Roboter, zugehörige Osaka. Resistent gegen irgendwas plus 11. Gefahren werden rot hervorgehoben. Objekte, die man hacken kann, grün. Sonstige Objekte, blau. Okay. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Okay. Wow. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Welchen Bildschirm? Ach, den. Mit F führe ich das aus. Ist es jetzt hochgeladen? Man muss das gedrückt halten. Hm. Das ist blockiert. Aber das ist so, so, ich kann mit Mausrad sogar die beiden Sachen auswählen, Ablenkungsmanöver und Ping. Ah, ich verstehe, okay, das ergibt Sinn. Konzentrier dich. Nicht? Also das war wohl falsch. Also, Ablenkungsmanöver ausführen. Um die Wache zu lenken. Mhm. Ja, aber ich will das ja hacken. Konzernrotz. Stil vor Substanz. Mhm. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Und doch kann ich mich leiser bewegen. Aber wie schalte ich leise aus? Er gehört dir. Schalte ihn aus. Ach, mit F. Okay, wie in Far Cry. Ah, töten und nicht tödlicher Takedown. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Nice. So ein bisschen Hitman-Fieber. Gegner verstecken. Nice. Okay, weg. Ja, war nett. Mhm. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Okay. Hm.
Was geklappt? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit? Viel Spaß. Der Dialog hätte auch mal zu Ende gehen können. Quick Hacks, komplexere Szenarien. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, deine Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Gegner manipulieren. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder ein Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Okay. Wenn du nicht genügend verfügbare Speicherpunkte um den Quick-Hack-Granatentzündung zu benutzen. Das Breach-Protokoll kann im gesamten Netzwerk einen Effekt auslösen. Benutze es jetzt, um die Speicherkosten für alle Quick-Hacks zu senken. Okay. Zum Hochladen des Eisbrecher-Dämons musst du dessen Codesequenzen abbilden, indem du Zeichen aus der Code-Matrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Speech-Protokoll beginnt immer mit der ersten Aktivzeile. Wähle 55 aus. Ach, ich verstehe. Jetzt muss ich BD und dann 55 wählen. Jetzt zünde die Granate. Das geklappt? Bitte warten, Quick Hack wird neu geladen. Ah, ich muss aus dem Bildschirm raus. Ah ja. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Ich hab das nur so 70-80% verstanden. Aber, ja. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich hab hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Hiermit hast du das Basis-Tutorial abgeschlossen. Interagiere mit der Tür, um die Simulation zu verlassen, oder stöbere in den optionalen Tutorials, um mehr über andere Bereiche des Gameplays zu erfahren. Ja, ruhig! Ich mach die natürlich noch. Also, ich check das Spiel ja nicht, deswegen brauche ich die. Nähere dich in dem Fenster. So. Hacking. Ja. Scanne die hervorgehobenen goldenen Objekte. Habe ich gemacht. Ach so. Gott, ich sollte die Quests lesen. In den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja, aber das habe ich doch gemacht. Habe ja nichts mit über Z. Das wird gehackt. Abgelenkt. Stil vor Substanz. Ja. Achso, jetzt kann ich. Jetzt schalte ihn leise aus. Das habe ich doch gerade gemacht, das Tutorial, okay, oder? Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Es ist nie klar, ja, ich weiß. Deine Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie. Irgendwo hier war doch eine Kiste. Da. Das hatte ich auch schon. Ja. Okay. Und go. Haben wir. Neutralisieren und verstecken. Haben wir. Jo. Jetzt waren wir hier. Kamerasteuerung machen wir. Wird gehackt. Ist gehackt. Kamera hier machen wir. Breach-Protokoll.
F auswählen, Beruf, wir brauchen den Code 55, 55, BD, 55. Granate wird gezündet und dann haben wir gleich 3, 2, 1. Jetzt verstehe ich das System nämlich. Danke. Jetzt habe ich das System verstanden. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Ich habe hier weitere. Okay, Oder du hörst jetzt auf. Kampfgrundlands, Hacken habe ich, Stealth habe ich nicht. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Habe ich das? Geh zum Fenster. Markiere alle Wachen. Ist das einfach nur mit... Ah, Mausrad, okay. Sehen wir mich an, Ghost Recon. Mhm. Verhaltensmuster also. Also Gegner, die mich nicht bewegt, das ist ja, das ist wie in den meisten Spielen, ne? So, den Trainingsbereich habe ich jetzt betreten. Betrittst du das Sichtfeld deines Gegners, füllt sich seine Alarmanzeige gerechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. In Deckung, schnell. Kenn ich. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Mhm. Okay, das geht nicht. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Das erinnert mich an Far Cry wiederum. So, den muss ich vielleicht erledigen. Puh! Ah, knapp. Das habe ich nicht geschafft. Hey! Komm schon, du kannst das. Ja, okay, das war verkackt. Machen wir das Ganze. Ich weiß. Entdeckung, schnell. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. So, ja, das mit diesen Anzeigen ist halt auch manchmal, finde ich, immer ein bisschen dämlich, aber komm. Manchmal ist das halt ein notwendiges Konzept. So, das habe ich. Sauber. Weiter zum nächsten Bereich. Habe ich. Mhm. Sicherheitssysteme nach Kameras auslösen. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Okay. Mhm. Habe ich nur die eine. Markiere, erreiche den Ausgang, ohne von der Kamera entdeckt zu werden. Ach so. Das ist nicht wie im Steve Simulator mit Kreisen, das ist tatsächlich einfach mit, Strahlen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Hey, du bist kein Militech-Rekrut mit Brei im Hirn. Ja. Wenn die Kamera auf mich zeigt, dann sollte ich vielleicht besser nicht gehen. Also wenn die jetzt gleich den Winkel verlässt, dann sollte ich... feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wo verbündete Kameras grüne Strahlen haben. Ja, Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst, können sie nicht registrieren. Das ist aber nicht Hightech. Stell dich auf die Plattform. So. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Boah, Nachtisch hätte ich jetzt auch Bock drauf. Okay, Stealth war simpel.
den aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ja. Okay. Du kannst dich leider bewegen. Schleiche dich an den Gegner heran. Pack den Gegner. Gegner mit bedeutend höheren Level gekennzeichnet mit diesem Totenkopf-Symbol können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren, darum solltest du vorsichtig sein. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Mhm. Drücke C, um einen schnellen Angriff auszuführen, okay. Boxen! Huh. Eine Kombo aus schnellen Ausgriffen. Drücke links, während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Ja, aber ich drücke doch ganz schnell sogar. Halte links gedrückt, um einen schweren Nahkampf auszuführen. Ja, fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Nachdem wir auf dem gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines Huts. Ah! Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Okay. Ah. Okay. Aber. Hä? Doppeltippen ist ausweichen. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können die Abwehrhaltung durchbrechen. Das dachte ich mir. Aber ihr wollt ja unbedingt, dass ich den leichten Angriff mache. Von daher. Jetzt soll ich blocken. Ja, mit rechts. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Okay. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 gefallen ist, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben wie in Skyrim. Das reicht aber hier. Gute Idee. West blocke 2 schwere Angriffe. Ja. Okay. Muss ich einfach nur im richtigen Moment drücken, oder wie? Ja, komm. Passt. Okay. Ja, einfach im richtigen Moment drücken. Kontra-Angriffe. Kurz vor dem Gegner. Ah ja, okay, das ist Reaktion. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Nee, was? In welchem Moment muss ich denn? Drücke beim eingehenden Angriff. Ah ja. Also man muss irgendwie einfach dann. So. Rechtsklick spam. Drücke zweimal WSD, um auszuweichen. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Ja. Aus solchen funktioniert gut. Was? Setze alle Taktiken ein. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr. Weiter geht's. Nimm das Kataunakampfwaffen. Yes. 111,8 SPS. Kann auch mit Nahkampfwaffen eingesetzt werden, okay. Und druff, schwer. Zeig mir, was du gelernt hast. Mhm. Mit Nahkampfwaffen ist ja besser, als ich dachte irgendwie. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nur verschiedene Gegner, die du aus dem Training kennst. Neutralisiere dir auf beliebige Art. Okay. Ja, man weiß doch. Falsch.
drauf oder was? Oh. Hey. Ja. Super. Du machst das echt ziemlich. Ich hab einfach gespammt. Es ist halt wie in Skyrim, ne? Ich liebe solche also Kampfsysteme, die nicht zu kompliziert sind. Grüße gehen raus, ne?